voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profitlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Alexandra Bechtel und Lou Richter. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel Wintersport. Warum sind die Deutschen so schlecht im Abfahrtslauf? Gesundheit. Wie sieht der Erreger der Hongkong-Grippe aus? Und Frauen beim Bund, wer hilft beim Einparken? Diese und andere Fragen werden Ihnen heute zackig beantwortet von Hauptmann Markus Maria Profitlich. Und er teilt seine Stube an diesem Abend mit NATO-Generalsekretärin Alex Bechtel. Und beide ziehen heute ins Feld gegen den Blindgänger Mirko Nonchef. Und Schützenhilfe leistet ihm Kameraden Schwein und Stimmungskanone Lou Richter. Meine Herren, Sie haben es alle mitbekommen. Am Dienstag fiel die Entscheidung, Frauen dürfen zum Bund. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes wurde von vielen mit sehr viel Wohlwollen zur Kenntnis genommen, vor allem von den Musterungsärzten. Ingolf, hör mal, ich finde das super, dass Frauen zum Bund dürfen. Überleg doch mal, verschwitzte, muskulöse Männer in strammen Uniformen, die spitz sind wie nach Baslumbi. Also, ich meine, wo kriegt man sonst sowas zu sehen, ne? Beim Christopher Street Day. Nein! Wo kommen wir denn da hin? Nicht im Bund. Geballte Frauenpower, nicht nur im Studio, sondern auch bei der Bundeswehr. Und die Bundeswehr, meine Damen und Herren, bastelt schon an einem neuen Image und brachte sofort einen neuen Werbespot ins Fernsehen. Hier ist er. Ich heiße Gunnar Jopp, bin 33 Jahre alt und Kommandant des Schnellboots Harbin. Mit 36 Knoten durch die Ostsee zu pflügen, ist schon sehr dynamisch. Ich habe bei der Marine so viele interessante Dinge erlebt, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Rufen Sie jetzt an, 0228 12 13 14. Ganz andere Sorgen, meine Damen und Herren, hat gerade Ex-Präsident Boris Jelzin. Nach seinem Rücktritt hat er nicht nur Russlands Schicksal in fremde Hände gegeben, was Boris auf unserem ersten Foto der Woche denkt. Ja, das werden uns jetzt spontan Markus und Alex erzählen. Was denkt Boris Jelzin? Der sucht doch da irgendwas. Also ich glaube, er denkt, komisch, gestern war er noch da. Oder, jetzt zeige ich euch mein Stadtorgan. Guck mal, hat dieselbe Farbe wie Lenin. Ja. Und genauso viele Haare auf dem Kopf. Nee. Und genauso was? Ich sag, und genauso viele Haare auf dem Kopf. Und riecht auch so. Jelzin, meine Damen und Herren, denkt natürlich auf diesem Foto der Woche, der Putin hat schon meinen Job, mein Zepter kriegt er nicht. Könnte sein, aber wir haben natürlich noch ein Paar der Woche. Steffi Graf und Andre Agassi hatten diese Woche ebenfalls ein Zipfeltreffen, was dem Liebhaber der Nudelspezialistin bei diesem Kraftakt alles durch die Halbglatze schloss. Das verraten uns jetzt Lou und Mirko. Was denkt Andre Agassi? Sorry? Andre Agassi. Namen nochmal. Ich glaube, er denkt sich, boah, schlimm, diese Blähung. Oder er könnte denken, das ist der hässlichste Pokal, den ich je gewonnen habe. Ich stelle mal vor, die Ich glaube, er sagt, jetzt habe ich die schon 10-mal ins Meer geschmissen und die kommt immer wieder zurück. Hat einen Rüssel und stinkt nach Fisch. Das muss eine Seekuh sein. Toll! Ich bin toll! Ja, das ist er. Warum nicht? Oder denkt ganz einfach, Mist,
Ich stecke fest. Kann auch sein. Wir kommen zur Punktevergabe, meine Damen und Herren. Hervorragend, wie Boris Jelzin also nachempfunden worden ist von Markus Maria Bob-Wittling. Aber ich denke, Merkur hat seinen ganzen Körper eingesetzt und das gehört auch ein bisschen dazu. Und ich will einfach mal sagen, 3 Punkte für euch in dieser ersten Runde von 5 und 2 für euch. Was? Und damit in der Sonne. Bei Ihnen zu Hause bilden sich jetzt sicherlich Fraktionen. Sie können in der Familie Ihre Sympathien frei vergeben. Und wir werden sehen, wer am Ende die Nase vorn hat. Ganz Europa, meine Damen und Herren, leidet zurzeit unter der Grippewelle. Ja? Die rasante Ausbreitung der Grippe liegt vor allem, das muss ich sagen, an den heutigen Reisemöglichkeiten. Ja? Viele Grippeviren haben sogar schon eine gültige Bahnkarte. Ehrlich. Was man, meine Damen und Herren, machen kann, wenn einen die Grippe erwischt, das sollt ihr jetzt in unserem Pantomime-Spiel darstellen. Ja? Für jeden Begriff habt ihr 15 Sekunden Zeit. Jedes erratene Hausmittel bringt einen Punkt. Markus beginnt. Und was Markus jetzt sehen kann auf diesen Karten, meine Damen und Herren, das können Sie ebenfalls zu Hause sehen, aber Alex natürlich nicht. Die muss das so erraten. Was hilft gegen eine Grippe? Markus, hier ist unser erster Begriff. Und du hast 15 Sekunden Zeit, das darzustellen. Gib alles. Ja, gib, nein, nee, alles, ja, sehr gut. Erstmal sich ausziehen, schwitzen, was? Ausdünsten, ausdünsten, schwitzen, Boden. Sauna. Ja! Ja! Ein Punkt, in der Zeit. Und hier kommt der zweite Begriff. Was hilft gegen Grippe? Bah. Das hilft nicht, das hilft garantiert nicht. Das hilft. Das ist Toilette, Dampf ablassen. Toilette. Kaffee kochen, Tee trinken, heißes Wasser mit Zitrone. Lass uns doch mal weiter. Ich weiß es nicht. Was ist das, eine Kaffeemaschine? Nein. Dampfbad, Kamillendampfbad. Was ist es denn? Du sagst mir. Warmes Bier. Blöd. Warmes Bier wäre ablassen. Warmes Bier. Warmes Bier hilft doch im Leben natürlich nicht. Natürlich, warmes Bier löffelweise und dazu warm. Du schmeckst nicht besser an warmes Sie Bier. Sie sitzt doch schon. Und das ich hilft auf so jeden machen. Fall. Leider nicht erraten. Und jetzt der dritte Begriff, Alex, weil du dich sicherlich etwas besser auskennst. Was hilft gegen eine Grippe? Markus, 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Oh Gott, mach schneller. Fliegen. Wegfliegen, in Urlaub fliegen, in die Sonne gehen, sich hinlegen, sich ausruhen, wechseln! Was denn? Wohin fliegen denn? Hasche rauchen! Wohin fliegen? Ich weiß nicht! Was rauchen, sagt ihr, Dampf, feiern, doch nicht. Ab nach Mallorca wäre es gewesen. Und Quatsch. Die Grippe im Sangria ersaufen. Natürlich! Nach Mallorca? Ja! Da gibt man dann noch mehr Krankheiten. Keine Ahnung. Nein! Markus! So schön. Sangria. Natürlich sind in Mallorca nur Kranke, aber man fällt also auf als Kranker. Also, leider nicht erraten, aber trotzdem einen Punkt. Vielen Dank an unsere Bazillenschleuder Markus Maria Bob-Wittling. Und jetzt, Mirko Nonchef, ab mit dir ins Heile-Heile-Bett. Ja. 15 Sekunden Zeit. Was hilft gegen Grippe? Hier ist der erste Begriff. Ab jetzt. Warten auf Godot. Warten und Tee, abwarten und Tee trinken. Yes! Hervorragend erraten. Und hier der zweite Begriff, Mirko. Was hilft gegen Grippe? 15 Sekunden, ab jetzt. Oh. Nörgeln. Ciao. Oh, der! Chinesische, Tai Gi Seng mit, Voodoo-Zauber! Voodoo-Zauber! Das hilft sehr, sehr gut. Ja! Voodoo-Zauber ist ein ganz altes Hausmittel, das in meiner Familie sehr, sehr verbreitet ist. Und jetzt, Mirko, der dritte Begriff. Was hilft gegen Grippe? Bitte was?
15 Sekunden ab jetzt. Ja, du. Ja, einfach mal raushängen lassen. Eigenurintherapie. Ja! Hat dir schon geholfen? Wir trinken das zu Hause, auch wenn wir keine Grippe haben. Ja. Ich vergebe... Bring mal einen Schoppen mit. Ich vergebe Punkt in dieser Runde, und zwar eine richtig erratene Pantomime für euch und zwei für euch. Das heißt, zwei, ein Punkt für euch, zwei für euch. Und wir haben einen Zwischenstand nach dieser Runde von ganz genau 5 Punkte für euch und 3 Punkte für euch. So. Die Grünen, meine Damen und Herren, feiern diese Woche ihren 20. Geburtstag. Höhepunkt des Festes war der Auftritt von Chefsprecherin Gründer Rostl, die nackt aus einer Müsli-Schüssel sprang. Was die Grünen sonst noch beschäftigte, das erfahren wir jetzt in unserem Supersatzspiel, und zwar von Markus und Alex. Die einzige Einschränkung: jedes Wort muss mit demselben Buchstaben beginnen. Hier ist unser Satzanfang. Grüne G. Wie geht die Schlagzeile weiter? 45 Sekunden Zeit ab jetzt. Ich? Ja, fang du an. Grüne Grapschen. Grüne Grapschen gerne. Grüne Grapschen gerne gründlich. Grüne Grapschen gerne gründlich. Wie hieß die? Gunda. Gundas. Grüne Grapschen gerne gründlich Gundas. Geile. Grüne Grapschen gerne Gundas, gründlich Gundas geile Glocken. Weiter, weiter! Grüne Grapschen gerne gründlich Gundas geile Glocken. Grüne. Genau. Grüne Grapschen gerne. Genau. Genau. Grandiose Glanzleistung, gut gemacht, Goldkinder. Und das werden wir morgen in der Zeitung über die Salatblattfraktion lesen. Hier ist die komplette Meldung. Grüne Grapschen gerne gründlich. Gundas geile Glocken. Genau. Sehr schön. Ein sehr schöner Satz. Mal sehen. Mal sehen, wie sich die anderen anstellen, meine Damen und Herren, denn auch die CDU ist sich nicht mehr grün. Bei einem Blick auf ihre Konten sah sie schwarz ins Visier. Der Ermittlungen geriet jetzt auch Wolfgang Schäuble. Trotz massiven Drucks weigert er sich allerdings zu gehen. Er weigert sich wegzugehen. Wie der Fraktionsvorsitzende zu diesen Vorwürfen steht, das erfahren wir von Lou und Mirko, bitte. Lieber Scholli, da hast du aber nicht wahr, aber hui um die Ecke. Und hier ist unser erster Satz. Schäuble, Punkt, Punkt, Punkt. Eieiei. Wie geht's mit Schäuble weiter? Auch für euch 45 Sekunden Zeit, auch jetzt. Was? Schäuble schrumpft. Schäuble schrumpft. Ständig. Schäuble schrumpft ständig. Schäuble! Schwitzend. Ständig. Wo waren wir jetzt? Achso. Schäuble schrumpft ständig schwitzend. Schäuble schrumpft ständig schwitzend. Schäuble's. Hä? Schäuble schrumpft ständig schwitzend Schröders Charmante. Schäuble schrumpft ständig schwitzend Schröders Charmante. Was denn? Charmante. Charmante. Schabaracke. Schäuble schrumpft ständig schwitzend Schröders Charmante. Schabracke. Schwuchtelig. Das krieg ich jetzt nicht mehr. Das ist mir zu viel. Schweinerei. Morgen lesen wir also in der Zeitung, meine Damen und Herren. Hier ist die komplette Meldung. Schäuble schrumpft ständig schwitzend. Schröders Charmante, Schrabracke, schwuchtelig. Ja? Also, das macht aber keinen Sinn. Das, aber selbstverständlich, das macht Sinn. Also ich finde, also wirklich Syntax und Semantik sind hervorragend aufeinander abgestimmt worden. Sogar die neue Rechtschreibreform hervorragend ausgesprochen. Ja? Und? Wenn Sie voll witzig schon länger verfolgen,
Für Schwuchtelig gibt es natürlich immer einen Sonderpunkt. Das ist völlig klar. Das hat natürlich selbstverständlich. Das heißt 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch, Sohn. Ja. Bravo, bravo. Ist nicht richtig. Aber es ist noch alles drin. Ist nicht richtig. Und auch Helmut Kohl hat natürlich seine liebe Not nicht nur mit der Spendenaffäre. Nein, jetzt will ihm auch noch seine Gattin Hannelore an die Wäsche. Wie sich der Ex-Kanzler aus diesem Schlamassel herausredet, das erfahren wir nun in unserem Synchronisationsspiel von Markus und Alex. Hier kommt euer Film. Du, Hannelore, ich muss ja jetzt ganz viel Geld an die CDU zurückbezahlen. Jetzt musst du auf den Strich gehen. Ich auf den Strich? Wie hast du dir das gedacht? Ja, lass einfach die Brüste vergrößern, damit habe ich mir auch damals mein Studium finanziert. Du hast doch gar nicht studiert, Dickerchen, das war ein Kochkursus. Ah, weißt du, da war ein Ach so, deshalb gab es in den Pausen auch nichts zu essen, was? Und wieso soll ich überhaupt auf die Straße? Es gibt doch noch andere Frauen in der CDU. Ja, aber überleg mal, die Merkel, da müsste ja jeder draufzahlen. Skandalös! Und Marianne Rita Süßmuth äußerte sich entsetzt über diesen Skandal. Wörtlich sagte sie, hopp, du Schlampe, das ist mein Revier. Ob dieser Trend bei der CDU weiter anhält, das erzählen uns jetzt Hauser und Kienzle. Mit den Stimmen von Mirko und Lou. Hier sind Hauser und Kienzle für euch. Ganz hart. Ganz hart. Noch Fragen, Kienzle? Ja, Hauser. Stimmt es, dass Hannelore Kohl anschaffen geht? Das stimmt. Sie nimmt 10 Mark pro Freier, inklusive Mehrwertsteuer. 10 Mark, Hauser? Das könnte sich sogar unser Finanzminister leisten. Mit oder ohne Gummi? Ohne Gummi. Mit kostet 2 Mark mehr. Aha, dann verdienen Sie das ganze Geld an Masse mit den Freiern. Oder so? Ja, ich frage mich nur, wo geht denn die ganze Kohle hin, die die Kohl da zusammenpimpert? Das wandert auf ein Schwarzgeldkonto. Da kommt nach dem Parteispenden-Skandal noch ein Samenspenden-Skandal auf uns zu. Großartig! Ja. Ganz hervorragend gemacht von beiden Gruppen. Deswegen 2,5 Punkte für euch und 2,5 Punkte für euch. Gleich dann in dieser Runde. Klar! Punktstand von 10,5 zu 7,5 verabschieden wir uns jetzt für einen kleinen Moment von unserem großartigen Kollegen Markus Maria Profittlich. Er wird nämlich, tschüss Markus, Markus wird nämlich hinter den Kulissen in das Kostüm eines prominenten Künstlers schlüpfen. Alex hat dann 45 Sekunden Zeit, mit verbundenen Augen zu erraten, was Markus denn nun wirklich darstellt. Denn, meine Damen und Herren, für Markus geht heute ein Traum in Erfüllung. Ja, denn er wird von dir betatscht werden gleich. Nicht also, nur für Markus, auch für mich. Ich freue mich sehr. Setz bitte diese blickdichte Spezialbrille auf und Alex sieht natürlich jetzt nichts. Ich kann aber das gar nichts sehen. Und meine Damen und Herren, ich frage einfach mal, Markus, bist du bereit für unser Dunkelfummelspiel? Ich bin sowas von bereit, doch. können wir das vielleicht eine Stunde verlängern, so? Hättest du Lust, eine Stunde befummeln zu lassen? Na gut, ich meine, das hängt von deinem Kostüm ab. Markus, jetzt bitte dein Auftritt. Ja. Zeit, zu erfummeln, wer er ist. Am besten fängst du unten an. 45 Sekunden ab jetzt. Wer ist Markus? Wie das klebt. Was sind das? Strumpfhosen? Strumpfhalter! Ich weiß, es ist Frankenfurter. Nein. Geht in die Richtung. Was ist das denn? Das ist ein Mikro. Oh. Hör. Welche berühmte Person? Hat ich auch jede Menge davon. Ah, das fühlt sich gut an. Alle Kinder lieben diesen Prominenten. Ja, ich weiß, wer es ist. Wer denn? Zack. Hey, Pippi Langstrumpf. Yeah. Ja. Wunderbar erraten von Alex. Pippi Langstrumpf, das ist natürlich ein aktuellen Anlass, denn in den Kinos. Pippi Lang,
Langstrumpf in den Kinos läuft gerade der nagelneue Pippi Langstrumpf Zeichentrickfilm. Eigentlich hätte Verona Feldbusch die Stimme von Pippi sprechen sollen, aber sie scheiterte an dem Lied 3 mal 3 macht 4. Und gleich, meine Damen und Herren, nach der Werbung sehen Sie Mirko Nonchip, so wie Gott ihn schuf. Wir sind schneller wieder da als der Grippeimpfstoff. Also bis gleich, bleiben Sie dran. Comedy Quiz in Sat 1 mit mir im Studio. Markus Maria Profitlich in seinem Lieblingsanzug. Und Alex Bechtel. Und zwar der Herrn Lou Richter, der im Moment alleine ist, aber bereits seine blickdichte Spezialbrille aufhatte. Denn hinter den Kulissen wartet bereits Mirko Nonchef auf seinen großen Auftritt. Mirko, alles klar? Mein Gott, bin ich schön. Ja, dann kann es losgehen. Mirko, dein Auftritt. Ja. In die andere Richtung. Was? In die Richtung. Fang an, unten zu tasten. Da bist du schon oben. Unten zu tasten. Wer ist Mirko Nonchef? Ab jetzt. Die Zeit läuft. Ganz weich? Das Michelin-Männchen. Nein. Aber? Kann ich nicht lieber an Alexandra fummeln? Junge, Junge. Das ist aber meine Ausstattung. 25 Sekunden sind rum. Das ist Mirko, oder? Oh ja, ich schwitze. Du bist auch ein bisschen nass. Bist geduscht gerade? Der Liebling aller Kinder. Ein Teletubby? Nein. Njam, 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 njam. Bugs Bunny? Nein. Wildfeuerstein. Silberpfeil. Ein Gummibärchen und auf den Apfel. Das Gummibärchen, meine Damen und Herren, der Liebling aller Kinder, wird bald 80 Jahre alt. Höchste Zeit also, es endlich mal aus dem Mund zu nehmen. Leider nicht erraten, deswegen in dieser letzten Runde nur einen Punkt zu vergeben. Dieser Punkt gehört. Nimm Platz. Komm, setz dich doch, Mirko. Ja, geht schon los. Wir können starten. Einen Punkt, meine Damen und Herren, haben wir zu übergeben. Dieser Punkt gehört Alex und Markus Maria Profitlich. Das heißt, wir haben einen Endstand von 8,5 Punkten für euch und 10,5 Punkten für euch. Das heißt, ihr habt gewonnen. Freut euch! Das ist ja nur ein Spiel. Und dann mit dem Dreinspaß Andrea Kiebel und Christian Clerici. Bis dann. Und denken Sie mal dran, die ganze Wahrheit, die erfahren Sie nur bei uns. Bis dann. Tschüss. Komm.